Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anno 1800. Es ist leider etwas sehr, sehr Blödes passiert. Und zwar, ja, aus irgendeinem Grund ist die Aufnahme, ja, direkt nach einer Minute abgebrochen. Ich weiß nicht warum. Und das Problem ist, ich habe jetzt, ja, über 20 Minuten das Spiel aufgenommen und immer nach 20 Minuten speichert das Spiel automatisch. Ich kann es euch mal kurz zeigen, ich kann es auch nicht rausnehmen. Ich habe gerade geguckt, damit es nicht nochmal passiert, dass ich das einfach rausnehmen kann. Aber es geht leider nicht. Also auf 20 war es eingestellt. Ich kann 60 Minuten machen, dann dürfte eigentlich nichts passieren. Aber rausnehmen kann man es leider überhaupt nicht. Und man hat leider nicht verschiedene Spielstände, wenn ich euch das zeige. Ich habe auch keine Ahnung, was das hier eigentlich ist. Ja, da ist halt nur hier unser Len4-Ding. Das war's. Also, ja, leider keine verschiedenen Speicherplätze. Das ist jetzt echt ärgerlich, weil einiges passiert ist. Wir haben hier nämlich, ich muss jetzt selber erstmal gucken, ich habe zumindest bis dahin geladen, wo es eben automatisch gespeichert wurde. Und zwar, ja, sollen wir uns hier jetzt, um an dieses Eisenvorkommen da oben zu kommen, sollen wir das hier freisprengen. Um das hier frei zu sprengen, müssen wir hier erstmal die erste Phase machen. Hier steht es auch, schließt die erste Phase ab. Da bringen wir gerade Materialien hin. Und wir brauchen einen Sprengmeister. Den haben wir uns, glaube ich, dann auch schon geholt. Müsste jedenfalls, sonst hätten wir die Aufgabe noch drin. Also ich habe einen Sprengmeister besorgt, der war hier auf der Gefängnisinsel. Es war ein wirklich schöner Dialog, das ist ein bisschen schade. Also wir hatten den Sprengmeister erst in der Hauptstadt gesucht. Da war er nicht, da haben wir nur seine Frau gefunden. Die hat uns gesagt, dass er hier gefangen gehalten wird. Der wunderbar liebe Eli Blackworth hat uns für eine geringe Gebühr von 5000 erlaubt, den Kerl mitzunehmen. Der war dann hier im Steinbruch, den musste man dann finden. Der hat sich, ja, ein bisschen gefreut, dass wir ihn sozusagen gerettet haben. Er hat auch scheinbar wirklich, er war unschuldig im Steinbruch, mal wieder. Das hat hier der Gefängnisdirektor sogar zugegeben, lustigerweise. Und ja, wir haben ihn dann halt hierher gebracht. Übrigens ist der Eli Blackworth, der Gefängnisdirektor, eine genauso nette Person wie unser Onkel. Genauso, ja, liebenswürdig und sympathisch, muss man schon zugeben. Ich hoffe, wir haben das Vergnügen nochmal, damit ihr das nochmal seht. Ansonsten, ja, wir haben ein Schiff fertig gebaut, das wir auch schon Nee, haben wir nicht. Ha, haben wir in diesem Spielstand gar nicht. Supi. Dann bauen wir jetzt den Schoner, das hatte ich nämlich eigentlich schon gemacht. Ist hier aber noch nicht der Fall gewesen. Sehr gut. Ja, was auch... Was ich auch gemacht habe, ist noch ein Sägewerk gebaut, weil der eine Holzfäller hier gar kein Sägewerk hatte, das er beliefern konnte tatsächlich. Ja, und das war's dann auch schon. Mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen, glaube ich. Ich habe hier die Hafenmeisterei noch gesetzt, also bauen lassen. Noch ein paar Bauernhäuser, das ist aber jetzt unwichtig. Ja, die Hafenmeisterei bringt uns... Also das, was wir hier reingesetzt haben, das Bauwerkzeug, bringt uns eine Selbstreparatur von 300%. Plus 300%. Das ist das neue Schiff, was wir kriegen. Ist es schon fertig? Ich sehe es nämlich gerade nicht. Nee, ist noch nicht fertig. Wird uns nur komischerweise hier unten schon angezeigt. Hat sogar den gleichen Namen, wie als ich es in der... Also vorhin schon gebaut habe. So, und ich hoffe, dass jetzt wirklich mit der Aufnahme alles klappt. Wenn das jetzt nochmal abbricht, oh, es ist halt auch echt ätzend. Ich dachte, schön, jetzt habe ich eine Folge fertig, kann die dann hochladen. Jetzt wäre das ja eigentlich die zweite Folge, hätte also zwei Tage lang Folgen. Jetzt habe ich, ja, jetzt spiele ich insgesamt dann fast eine Stunde oder zumindest, ja doch, fast eine Stunde. Da ich ja nie ganz 20 Minuten spiele. Und ja, naja, ist ärgerlich. Zeitverlust, aber okay. So, was können wir noch Schönes machen, weil wir müssen ja noch andere Schiffe bauen. Da habe ich gesehen, da fehlen uns noch Materialien. Problem ist, ich erkenne das hier leider gar nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Stahlträger ist oder irgendwas an. Nee, ich glaube, das ist eine Kanone. Was brauche ich denn da Schönes für die Kanone? Eine Produktion wurde angehalten. Eine Köhlerei zum Beispiel. Köhlerei und die Eisenmine. Die Eisenmine werden wir wohl erst kriegen, wenn wir das hier fertig haben. Aber wir könnten schon eine Köhlerei bauen. Haben wir denn hier irgendwo erreichbar Kohle? Hier ist Lehm, Kupfer, Lehm. Hier haben wir noch Sachen, die wir noch zerstören könnten. Zement. Aber... Zinn? Nö, keine Kohle. Das ist wahrscheinlich dann alles da hinten. Oder? Eisen, Eisen. Stein. Öl. Öl? Okay. Alles Öl? Aber wo ist denn die Kohle? Kohle? Nee, Moment. Eine Köhlerei? Das ist das nicht... Eine Köhlerei macht doch aus Holz, oder?
Wenn ich mich jetzt nicht irre, das ist ja keine Mine. Habe ich gerade nicht so ganz bedacht. Ich glaube, die macht das aus Holz. Ja. Ah, und die nimmt nicht mal... Ach, das ist ja cool. Die nimmt nicht das Holz von den Holzfällern. Die sucht sich ihr eigenes. Ach, toll. Und guck mal, der hat hier immer 100%. Also können wir die hier sogar hinbauen. Wir können die auch erst dahin machen. Ja, ist jetzt die Frage. Mehr Sinn würde es wahrscheinlich machen, wenn ich hier alles mache. Eisen geht ja noch nicht, wie gesagt, und Stahl. Aber wir könnten die ganze... Na nee, ich hätte die Produktion fast lieber hier, muss ich ehrlich sagen. Ja, nee, ich hätte das gerne alles zusammen, dann baue ich das jetzt noch nicht. Stahlträger, genau das gleiche. Aber hier, das könnten wir mal machen. Vasenmeisterei. Wieso Vasen? Ich dachte, ich krieg Seife. Vasen? Achso, ist ja mit W. Lesen muss man können. Okay, von den Schweinen. Interessant. Den Talg nehmen die. Dann werde ich das mal hier mit dazu packen, würde ich sagen. Das sind, glaube ich, die Metzgereien gewesen, oder? Wir gucken mal näher. Ich glaube, ja. Dann packe ich das mal... Oh, wir haben nichts. Ah, da fehlt auch Stahl. Ach, verdammt. Okay. Das ist natürlich doof. Ich würde es ja fast gerne nochmal abreißen eigentlich. Wenn wir es eh noch nicht bauen können, dann ist es auch Quatsch. Dann kann ich jetzt gar nichts weiter machen. Das ist ärgerlich. Ich dachte, wir könnten noch irgendwas machen. Eine Produktion wurde angehalten. Mensch, jetzt habt euch mal hier nicht so. Bisschen dauert es noch. Noch 5 Stück von beidem. Aber wir haben alles da. Also eigentlich muss es nur gebracht werden. Was ist mit unserem schönen Schoner? Okay. Verdammt. Wir haben jetzt 2 Schoner. Ich habe sie doch schon gebaut. Ich habe sie nur noch nicht verkauft in diesem Spielstand. Okay. Passiert. Kann das bitte mal weg? Was haben wir denn jetzt hier? Eine Krustakea und eine Ringhorn. Dann behalte ich die Krustakea. Da finde ich den Namen schöner. Dann bringe ich die Ringhorn weg. Ach ja, und die Quest hier können wir machen. Die habe ich natürlich bei dem anderen Spielstand jetzt auch schon gemacht. Also bei meiner vorherigen Runde. Die können wir jetzt zum Glück zusammen machen. Das ist ganz schön. Machen wir dann auch gleich. Ich bringe hier nur vorher das Zeug noch weg. Einsatzbereit. Irgendwas habe ich ja vorhin noch erzählt, aber jetzt habe ich es leider vergessen. Was ich euch am Anfang erzählt hatte, irgendeine Mitteilung, die ich jetzt leider nicht mehr im Kopf habe. Schade. Naja. Steuermann. Ja, die Leiden eines Let's Players ist echt ärgerlich. Ach, ich weiß wieder, was ich erzählt hatte, was ich jetzt nicht habe. Ihre Majestät ist nicht zugegen. Ja, sehr schön. Und zwar, falls ihr euch mal gewundert habt, warum der Sound immer so ein bisschen anders ist, das liegt daran, dass ich... Jedwede Unterstützung vermag es, die Kreise ihrer Majestät zu beeinflussen. Okay, ich lese das mal schnell vor. Ihre Majestät hat beim zweiten Frühstück ein alarmierendes Sendeschreiben erhalten, Drohungen, ihre Autorität wortwörtlich zu unterminieren. Vielleicht könnten sie der Sache eine friedliche Wendung geben. Und ab geht's, ja, die Post. Das machen wir. Und zwar mit unserer Beagle. Das Gute ist, wir können ja einfach draufklicken direkt. Moment. Wir müssen hier nämlich Seeminen wegholen. Das machen wir jetzt. Ja, also falls ihr euch schon mal gewundert habt, warum der Sound ständig hin und her geht bei diesem Spiel, also mal ich lauter bin oder leiser bin als der Spielsound, das liegt daran, dass ich das Ganze mit OBS aufnehme und nicht wie gewohnt mit Camtasia. Da Camtasia einfach mit der Qualität des Spiels nicht zurande kommt und ich dann ja nur so eine Ruckelaufnahme habe, wie ihr es von unserem Together Let's Play kennt, von mir und Soraya, Nine Parchments, so in der Art. Deswegen nehme ich OBS, aber bei OBS ist halt das Problem, dass ich die Soundspuren leider nicht einzeln habe. Und deswegen ja im Nachhinein halt nicht mehr separat bearbeiten kann. Das ist echt schade. Deswegen nehme ich auch ungern OBS, aber ja, qualitätsmäßig sieht es halt echt besser aus. So, wo ist denn unser Schiff jetzt? Ich weiß es nicht. Da? Da ist er. Okay. Gehen wir hier nochmal hin. Ich bin gerade verwundert. Das ist eine ganz andere Stelle, als ich beim letzten Mal, glaube ich, hatte. Weil, als ich die Quest gemacht hatte, da waren die nicht im Nebel. Das verwundert mich gerade sehr. Aber gut. Vielleicht verändern sich ja manche Quests ein paar Mal. Kann mir ja mal jemand sagen, der auch Anno spielt, ob die Quests teilweise ein bisschen anders sind.
Das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, wo ich jetzt weiß, dass die Minen hier auf jeden Fall woanders sind. Also ich bin mir zu 80% sicher, weil ich das eben nicht aufgedeckt habe hier. Oh, ist ein ganz schön weiter Weg auch. Also wir haben ja 30 Minuten Zeit, aber hui. Und hier ist auch irgendwas los? Oder ist das... Nee, das ist eine andere Aufgabe. Wo sind wir denn hier? Das ist doch die Gefängnisinsel, oder nicht? Ja. Willy Wibblesock. Bin zu Geld gekommen, wie die Jungfrau zum Hi. Für dich gerne Willy, wenn du magst. Ich habe jetzt leider keine Zeit. Ich würde gerne plaudern, aber gerade schlecht. Ganz, ganz schlecht. So, da sind sie. Weil wir haben wirklich, wir haben hier einen Timer tatsächlich. Ich hasse ja Quests auf Zeit. Aber die 30 Minuten reichen locker aus. Also da sind die echt human, muss ich sagen. Könnte schlimmer sein. Also wenn ich hasse ja diese ganz knappen Zeitdinger, wie wer Zelda Ocarina of Time gespielt hat und da diese Nebenquest, ich nenne es jetzt mal Nebenquest, gemacht hat, um das Langschwert zu bekommen. Da musste man ja immer schön diese Aufträge, also dieses Hin- und Herbringen der Sachen machen. Das war echt, boah, da war zeitlich teilweise ganz schön knapp. Oh, generell... Was? Ja, würde ich ja gerne, aber ich muss jetzt erstmal hier, ich habe keine Zeit. Ich hoffe, das geht jetzt nicht weg. Ja, wenn ich mir hier mal die Sachen auch kriegen würde gerade. Nicht so einfach anzuvisieren. Ich habe Angst, wenn ich jetzt darauf klicke, dass ich dann... dass die Zeit weiterläuft. Deswegen mache ich das jetzt gerade noch nicht. Okay, eingesammelt, zurückbringen. So. Okay, jetzt bringt die, jetzt können wir gucken. Den großen Gönner leibhaftig zu treffen, ist ein solches Privileg. Mhm. Wenn ich irgendwas für sie tun kann, egal was, sagen sie es einfach und ich begebe mich unverzüglich ans Werk. Oh, wartet mal. Das ist ja nicht nur eine Zeitung, sehe ich gerade. Anno-Chroniken. Also, hier ist irgendwas los. Neue Gesellschaft schlägt Wurzeln. Lanfear besiedelt die erste Insel, ein Keim, der sich hoffentlich zu einem großen Baum auswächst, der goldene Früchte trägt. In unserer historischen Ausgabe stellen wir die Gesellschaft vor und freuen uns, wer weiß, wie lange die Freude anhält. Meine Stimme klingt besser, wenn man sie drückt. Kafkasia ist voller, also Glück und Licht. Kafkasia ist voller Freude. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich meine gegenwärtige Laune bei 8,5 ansiedeln, äußerte sich ein Bewohner bei der jüngsten Volkszählung. Aber wunschlos glücklich bin ich nicht. Schiff verkauft. Ringhorn wurde an Sir Archibald Blake verkauft. Okay, und was bringt das? Ersetzbar durch Propaganda. Keine Auswirkungen. Aufstandswahrscheinlichkeit minus 5%. Zufriedenheit plus 5. Wie, was mache ich jetzt hier? Nischt. Das sieht so aus wie ersetzbar durch Propaganda. Warum kann ich denn hier nichts ersetzen? Lektorieren. Vielleicht so. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Propaganda, Ablenkung. Kann einen negativen Artikel durch einen ersetzen, der keine Auswirkungen hat. Einfluss 10. Also brauche ich einen Einfluss? Keine Ahnung. Hier keine Auswirkungen. Okay. Zufriedenheit. Steigert die Zufriedenheit ihrer Bevölkerung? Einfluss 30. Propaganda kosten. Wie viel habe ich denn? Ich weiß ja gar nicht, wie viel Einfluss ich habe. Das wäre ja mal schön zu wissen. Hier kostet es Einfluss 25. Steigert die Einnahmen, die ihre Bevölkerung wirtschaftet. Einkommen plus 5. Ja, dann würde ich das Einkommen nehmen, oder? Komm, ich nehme mal das hier. Wenn das jetzt funktioniert das oder nicht? Ah, so. Wenn sie darauf bestehen kann, möchte ich dich nicht widersprechen. Also sozusagen machen wir hier eigentlich gerade eine astreine Zensur. Kaufen, kaufen, kaufen. Wenn wir etwas kaufen, macht uns das glücklich. Also kaufen Sie jetzt und vermeiden Sie es, Ihre Herzallerliebsten später zu enttäuschen. Sind Sie soweit? Ja. Immer weg. Ihre Herzallerliebsten. Wer weiß, Sie könnten morgen einen Unfall haben. Also geben Sie das Geld aus, als sei heute Ihr letzter Tag auf Erden. Okay. Gut. Ja, dann machen wir das so, oder? Gesamte Bearbeitungskosten 25 von 120. Kann ich hier irgendwas? Nee, kann ich nicht. Ja, komm, machen wir. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Ich bin da nicht so ganz... Ich kenne mich da nicht aus. So. Schoner steht bereit. Ja, das ärgert mich jetzt so ein bisschen, was wir das Schiff umsonst gebaut haben. Aber vielleicht können wir die ja nochmal gebrauchen. Mal schauen. So, was ist jetzt hier? Phase abschließen. Ich warte noch auf den großen Knall.
Ja, den Sprengmeister haben wir, aber es fehlt an 15 Wolle. Und hier haben wir gerade ein volles Lager. Okay. Ausgangslager ist voll. Die brauchen noch ein Lager. Sieht beschäftigt aus. Da kommt jemand. Okay. Dann kann das hier mal weg? Warte mal. Willi Wibbelsock hat sein Unternehmen erst kürzlich aus heiterem Himmel gegründet. Es schadet nicht, mit ihm zu reden. Das hatten wir gerade eben. Hatte er versucht, mit uns zu quatschen. Konnte ich aber gerade nicht. Wir können, glaube ich, was verkaufen. Wenn das Lager hier gerade ziemlich voll ist. Halt. Nee, das ist hier. Okay. Nee. Ach so, hier. Oh Gott. Mensch. Ich wollte das gerade alles hier machen. Verkaufen. So, dann machen wir das mal. Kann ich noch irgendwas verkaufen? Ja, hier auch noch. So. Und Holz ist auch fast... Obwohl ich Holz ja ungern verkaufe, aber ich mache mal einfach ein bisschen. Wir haben irgendwie... Wir haben nie so... Nie Schnaps da. Das verstehe ich nicht ganz. So, zu viel Transporter. Laden verzögert sich. Was kann ich denn dagegen machen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Immer noch volles Lager. Okay. Kümmern wir uns jetzt mal erstmal um die Sachen hier. Also, wir brauchen mehr Wolle. Aber dann muss ich doch eigentlich, dann muss ich ja aufhören, die Wolle zu verarbeiten. Das heißt, ich muss hier die Produktion stoppen, oder nicht? Ich meine, das können wir gerne machen. Da würde ich jetzt erstmal warten, bis eins vielleicht fertig ist, oder? Was ist hier das Problem? Auch voll. Okay. Na komm, ich mache hier einfach mal aus. So, wir machen mal Stopp. Und hier auch Stopp. So, und dann warten wir mal, bis wir genug Wolle haben, um das hier zu machen. Der braucht die Lunden, nicht wahr? Okay. So, was haben wir noch? Kanonenboot können wir nicht bauen. Fregatte können wir auch nicht bauen. Ja, gerade geht leider so gar nichts. Ich hatte auch hier schon geguckt, wegen anderen Gebäuden, aber man braucht leider immer Stahl. Sogar bei dieser Vasenmeisterei. Auch bei den Kanonen natürlich. Ja, das geht leider alles noch nicht. Könnten hier mal kurz reinschauen. Geschützstellung bringt uns ja auch nichts, wenn wir keine Kanonen haben. Ein Depot. Ja, das wäre vielleicht mal was. Muss ich das auch am Hafen? Ja, muss ich. Aber wo am besten? Das geht nicht, nee. Komm, ich baue das mal hier hin. So, können wir ein bisschen mehr lagern. Das ist ja auch nicht verkehrt. Sehr schön. Erhöht die Lagerkapazität auf der gesamten Insel. Dann dürfte das doch hier eigentlich... Oh, was ist denn hier los? Oh Gott. Wir können es ausbauen. Ah, ach, wie cool. Das wusste ich gar nicht. Kann ich das hier auch machen? Nee. Hier fehlen die Kosten, die Ausbaukosten sind nicht da. Ach, das ist ja cool. Jetzt haben wir hier ein großes Lager. Bringt uns jetzt auch nicht so viel, weil hier wohl immer noch ein Stau ist mit den Transportern, aber weiß ich jetzt auch nicht. Soll ich ein anderes Lager daneben bauen? Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich jetzt mache. Aber guck mal, es nimmt gerade ab. Also, sieht gut aus. Ja, jetzt geht's gerade runter. Wenn der hier weg ist, müsste eigentlich wieder alles normal sein. Und Wolle kriegen wir auch gerade rein. Guckt, zwei Wolle schon drin. Und hier, das leert sich auch langsam alles. Sehr schön. Okay, super. Vielleicht verkaufen wir ein bisschen zu viel Wurst. Warte mal, das ist mir ein bisschen zu viel. Ich mach mal so. Wurde hier schon was hingebracht an Wolle? Vier Stück wurden schon hingebracht. Okay. Ich würde gerne die anderen Lagerhäuser auch noch ausbauen. Ah, Ziegelsteine braucht man da ganz viel. Wir sollten... Ich würde echt gerne noch ein Lehmvorkommen mir holen. Ah. Wartet mal, was war mal... Kann ich die wegmachen oder nicht? Ja, kann ich. Ist das auch so ein Ding? Wir gucken mal. Alles, was wir wegmachen können, machen wir jetzt weg. Dann kriegen wir ja auch Rohstoffe. Okay. Da. Ah, sogar Ziegel bekommen. Hier nur Bretter. Ist auch okay. Das hier
ist nicht sowas. Okay. Bretter, Bretter. Nehme ich gerne. Ziege noch viel lieber. Ah, schön. Viele Ziege. Sehr gut. So, 30 Ziege. Perfekt. Das ist sehr gut. Das hieße vielleicht sogar... Ja, wir könnten updaten. Aber ich glaube, das reicht mir hier erstmal, das eine abzudaten. Das ist erstmal okay. So, 4 von 15 dauert noch ein bisschen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss an der Stelle. Wir sind auch schon bei 20 Minuten. Ich hoffe, ihr seid mir nicht ja, zu doll böse, dass jetzt ein paar Minuten vom Spiel fehlen und ihr ein bisschen was nicht gesehen habt. Es tut mir echt leid, also echt kacke. Kann ich echt nichts machen gegen, wenn man nur einen Spielstand hat und das dann nicht funktioniert hat, ist es halt... Ja, ich müsste das Spiel komplett von vorne anfangen, um euch das zu zeigen. Und das ist natürlich... Ja, das geht natürlich nicht. Ich glaube, da habt ihr Verständnis für. Ja, also wenn euch die Folge trotz des kleinen Fauxpas gefallen hat, dann gerne ein Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!